Hallo. Der Stream läuft noch, sehe ich gerade. Das ist schon mal gut. Hilfreich auf jeden Fall. So. Na dann. Machen wir mal an. Hi. Ja. Einen guten Nachmittag, Abend euch und ein schönes Wochenende schon mal. Ja. Hallo Thürerwald, schön, dass du auch da bist. Schön, endlich mal wieder spielen. Ich habe nicht weitergemacht, da wo ich das letzte Mal war oder wo ich stehen geblieben bin mit euch. Irgendwie kriege ich noch keinen Ton hier so richtig. Muss ich gleich nochmal gucken. Ah, ich glaube, ich habe umgestellt, genau. Ist auf den Boxen, auf die Boxen gestellt. Deswegen muss ich nochmal raus. Deswegen, ich habe zwar gesehen, dass das Sprechen funktioniert, da das Mikrofon ausschlägt, aber es kommt kein Ton durch. So, jetzt sollte es klappen. Okay, noch einmal. Kein Problem, Thürerwal. Ich brauche ja auch noch ein bisschen. Durst. Ja, ich komme gerade aus der Stadt. Hab gerade meine Tochter nochmal versorgt, die ist beim Kindergeburtstag. Musste denn leider nochmal zurück. Ich hoffe, jetzt läuft alles gut und ich muss nicht spontan nochmal hin. Die ist, wie gesagt, bei einer Freundin zum Kindergeburtstag. Und kann aber passieren. Deswegen schon mal Vorwarnung. Hoffentlich nicht. Wenn alles gut läuft, dann sollten wir so noch 1,5 Stunden auf jeden Fall haben, bis die dann zu Hause sind und ich sie abholen kann vom Geburtstagskind. Genau, und da muss ich dann los. So 19 Uhr, denke ich mal, vielleicht ein bisschen später. Bin etwas platt von der letzten Woche und jetzt vom durch die Stadt laufen. Es ist heiß, ich bin verschwitzt. Also gut, dass ihr nicht im Raum seid. Aber ich bin motiviert. Ja, und ich habe noch so andere Ideen, was ich eigentlich gerne nochmal machen würde. Oder machen. Was heißt machen würde? Ich muss das machen. Ich muss das machen für die Welt. Ja. Vielleicht ist es eine blöde Idee, aber ich finde es aktuell sehr gut. Und möchte zumindest irgendwie einen Fußabdruck davon hinterlassen. Nämlich ein, mir was ausgedacht, was man eigentlich mal evaluieren sollte. Ein alternatives Wirtschaftssystem. Ja. Genau, das muss ich mal irgendwo aufschreiben. Und vielleicht kann ich das irgendwie als Stream machen einfach. Mein Blog schreiben als Stream. So, mit direkt Diskussionsmöglichkeit, während ich schreibe oder so. Genau. Vielleicht kann man ja irgendwann mal später noch mal ein Buch draus machen oder so. Okay. So, als letztes waren wir in Cambria im Krankenhaus. Hatte ich noch alle verarztet? Nee, hatte ich noch nicht. Ich sehe, hier sind noch Leute, die. Ach, Larry ist ordentlich getroffen gewesen. Genau. Auf Larry müssen wir eh aufpassen. Aber ich hatte es zumindest alles so eingestellt, dass es soweit fertig ist.
die Waffen und die Lore und so, ja, das kann ich alles gebrauchen und später mittransportieren. Wenn wir in den stark befestigten Gebieten hier im Süden kommen, ich glaube, das ist eigentlich nur in Meduna dann notwendig. Genau. Ja, das muss ich dann alles mitnehmen und dabei haben. Zumindest hörte ich davon. So ganz genau weiß ich es ja nicht. Ich war ja noch nie in Meduna. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Habt ihr einen guten Start ins Wochenende gehabt? Habt ihr vielleicht eine weniger anstrengende Woche wie ich letzte Woche gehabt? Eine gute Sommerwoche, die es ja nochmal war. Müssen wir ein bisschen Zeit vergehen lassen hier. Wieder ein Job erledigt. Naja, warm ist ja uns wohl allen gerade. Es sei denn, man hat eine Klimaanlage, das ist ja aber in Deutschland nicht wirklich üblich. Ja, ihr trainiert weiter. Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. Hier sammelt sich natürlich jetzt auch sammeln sich so ein bisschen die Gegner da unten. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie ich die Milizen jetzt positioniert habe, weil wenn die jetzt da reinwandern, dann kriegen die auf jeden Fall Ärger. Wenn die sich jetzt zusammentun in einem großen Trupp da reinwandern, ja, dann werden die Milizen keine Chance haben. Aber so ist es, glaube ich, schon mal ganz gut, dass es, ja, der Trupp, der greift jetzt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres dort an. Und mir werden dann hoffentlich, bevor ich diesen Sektor eingenommen habe, nicht wieder Sektoren vorher weggeschnappt. Kann natürlich passieren, weil die warten ja hier quasi schon darauf, dass sie wieder angreifen können, so wie es aussieht. Genau. Okay, jetzt erstmal zum Verkaufsort. Sind nur die beiden da? Genau, Larry ist ja jetzt abgeladen. Er ist ja jetzt bei dem Team. Ja. Oder wer ist das denn da? Flo, Gampi, wer steht denn da? Bist du denn? Ach. Ein Zivilist. Okay, eine Zivilistin. Ja. Warum stehen die auf dem. Die stehen auf dem Transporter. Ich wusste gar nicht, dass es Ja. geht. Geil. Ich wusste gar nicht, dass man da raufklettern kann. Oui. Ah, cool. Sehe gerade, er hat hier noch Sachen dabei, die ich, glaube ich, eigentlich abgeben wollte. Oder war da so viel von übrig? Kann auch sein. Ach so, ja, ich verstehe. Doch, doch, ich glaube, das war alles Oui. übrig. Ich glaube, die sind schon versorgt. Genau, aber da er Walkman hört, kann er natürlich nicht gleichzeitig das andere Ding da aufhaben. Aber seine Moral, naja gut, nee, stabil ist er nur. Stabil. Okay. So viel Spaß haben sie dabei doch nicht. Ich Ja. habe davon gelesen, dass das die Moral in die Höhe treibt. Ja. Jawohl. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Ich wette, du bist hier um. Genau. Oui. Jawohl. Kann natürlich sein, weil wenn die hier immer nur am durch die Gegend fahren sind und nie wirklich im Einsatz in dem Sinne. Gut, die waren auch schon im Einsatz, Verständlich. aber sind sie auch nicht wirklich? Ja, Pablo hat auch, der ist doch auch gut gelaunt, oder? Der steht hier immer nur rum. Pablo ist stabil, passt. Genau, dass die Moral leidet und dann, ja, werden die Das schlechtere ist Bosch. Söldner. Oui. Aber alles nicht so wild, so wie es ausschaut. Gut.
Ich glaube, hier will ich die Munition verkaufen. Hier so übrig ist auf jeden Fall. Ah, dann sehen wir mal Ja. weiter. Zeig mir, woran du Interesse hast. 7000. Was ist das? 40er Reichweite? Ganz gute Modifikatoren dran. Custom Tactical mit integriertem Zweibein und Schalldämpfer ist die Präzisionsausführung des C7A2. Okay. Sieht auf jeden Fall schick aus. Mit integriertem Schalldämpfer ist natürlich auch nicht schlecht. Aber so gut ist die Waffe dann doch nicht, wenn man so genauer guckt. Hat auch keinen Burst-Modus. Ist irgendwie so eine kurzreichweitiges Gewehr mit Schalldämpfer. Ziemlich genau, aber Schon gut. Lass dir Zeit. Im Endeffekt haben wir bessere Sachen, also bessere Reichweite auf jeden Fall. Es ist mir eigentlich egal, wenn ich damit über die ganze Karte schieße, dann muss das Gewehr nicht mehr so leise sein, glaube ich. Wenn noch irgendwas Interessantes. Granaten natürlich. Granaten sind immer interessant. Das ist, glaube ich, dieses. Okay, weiß nicht, das geht vielleicht. Meine Waffen sind ja jetzt schon ganz gut ausgestattet mit Zielfernrohren auch. Er hat sogar. Oh, das hätte ich aber noch abgeben wollen. Ja, gut. Sie sind sogar besser ausgestattet, als ich vermutet habe. Muss mal eben gucken, wenn ich jetzt die da Lass mal reinpacke. sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Der Handgriff passt da dran. Der Handgriff passt da dran, ja, weil noch kein Zweibein dran ist. Das hat einigen Ah, Wert. okay. Ich zahle einen fairen Preis. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Nee. Na gut, das hat ja schon ein Fernrohr. Nee, dann ist es alles nicht so super interessant. Ich nehme das Zweibein für sein Gewehr. 15 Minuten A Erntepause. Sehr gut, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Ah, ja. Nee, auf jeden Fall, den Granatwerfer wollte ich eigentlich abgeben. Denke ich. Jetzt ein bisschen doof gelaufen, oder? Hat er diesen. Ah ja, der hat diesen speziellen Colt-Granatwerfer. Das kann sein, dass der nirgendwo rangepasst hat. Bei den anderen Sachen. Aber ich glaube, Dimitri hat eine Colt. Wir sind nicht zum ersten Mal bei den anderen. Von daher passt schon. Okay, also. Ich hoffe, ich kann das hier einstellen und dann am Ende. Wie ist das eigentlich? Wenn ich das hier Das hat einstelle, hat es einigen einen Wert von Wert. Ich 66. zahle einen fairen Preis. Wenn ich zu ihr wechsle, steigt der Wert um 6. Sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Gut, dann packe ich da einfach mal alles rein, was er nicht verwenden kann. Wertlos. Wertlos, ey. Dich vielleicht. Wir fassen die Munition mal zusammen. Dann kaufst du die auch. Okay. Das. Du ziehst ein Tauschgeschäft in Erwägung. Ja, genau.
Das Ding behalte ich mal noch. Ich weiß noch zwar noch nicht so wirklich, wofür ich es verwenden soll, aber. Okay, die natürlich noch. Denke, das ist es. Mach ich schon mal. So, hier ist deine Ware und dein Wechselgeld. Die Transaktion hier und. Ach. Der Granatwerfer belegt den Platz. Dann verkaufe ich das Ding gleich wieder. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Sehr gut. Der Weg belegt den Platz, wo man. Das Zweibein anbringen könnte. Gut, das ist manchmal so. Ja. Pablo hat auch noch. Zeig mir, woran du Interesse hast. Waffen repariert. Zeig mir, woran du Interesse hast. Mal gucken, was er jetzt behält. Reichweite 25, Reichweite 19. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Kleiner Ding ist besser als seiner Colt hier. Ja, gibt auch mehr Geld. Rohr. Passt es daran? Ja. Du möchtest etwas verkaufen, ist das korrekt? 37 Genauigkeit, 26 Schaden, 19 Reichweite. 52 Genauigkeit, 31 Schaden, 25 Reichweite. Ja, es ist einfach besser als diese Colt. Weg mit der Colt. So, und dann nochmal rüber zu ihr. Da gibt es $200 obendrauf. Zwei Beine brauche ich doch nicht. Oder vielleicht bei ihm? Nö. Nö. Schon versorgt. Geht nicht. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ja, durchaus. Sehr gut. Du warst. Dazu müssen wir aber in den Laster gucken. Der ist. Voll belastet. Aber die Waffen sind auch alle beschädigt. Zumindest teilweise. Nicht alle. Manche sind nicht beschädigt. Oder fast nicht. Es kann auf jeden Fall alles verkauft werden. Das ist schon mal was. Liegt es jetzt hier mal in den Sektor rein. Ja, das müsst ihr jetzt alles mit angucken hier, weil ich das vorher nicht gemacht habe. Das wollte ich ja eigentlich offstream machen. Tut mir leid. Ich hab's versaut. Vielleicht gibt's da, fällt da noch eine bessere Waffe ab für als diese dieses kurzläufige Ding, was Pablo da hat. Ich meine, er braucht ja auch nicht wirklich was. Das ist dann halt noch die andere Frage, was er braucht. Okay. Mission kann ich auf jeden Fall alles schon mal verkaufen. Wo ich halt gucken muss, ist bei den Waffen, die wäre sinnvoll, die zu reparieren vorher, bevor ich die verkaufe. Dann dauert es vielleicht auch nicht ganz so lange hier. Ja, eigentlich dauert der an sich Verkaufen auch nicht so lange. Wenn man weiß, was man verkaufen will. Aber so 100% sicher bin ich mir nicht. Also, dann schauen wir nochmal. Denn
Pablo kann durchaus noch eine bessere, ein besseres Gewehr brauchen. Mit mehr Reichweite. Also, das Gelil ist schon mal raus. Auch sowas wie eine Scout ist wahrscheinlich auch besser als diese alte Mosin. Springfield. Springfield, die er hier hat. Mosin ist auch besser. Ja, ein bisschen weniger Reichweite. Die ist schon nicht schlecht, die Springfield. Recht schwer als Scharfschützengewehr. Aber anderes haben wir nicht. Mal gucken, passt es an die Scout? Das passt doch an die Scout. Wäre auch eine Möglichkeit. Was lädt die Scout? Hat er nicht. Diese Munition habe ich nicht. Habe ich alles verkauft. Clever von mir. Munition verkauft hat, ab die er braucht. Die Munition habe ich. Das russische Gewehr. Dieses russische Gewehr war von 1891 bis Ende der 40er Jahre die Standardwaffe der Roten Armee. Hatte einen TV-Auftritt in Duell Enemy at the Gates. Das M1 Garand ist ein präzises und zuverlässiges Selbstladergewehr. Ist kein Scharfschützengewehr. Und war 1936 bis 1957 das Standardgewehr der US Army. Das Steyr Scout ist nicht wirklich ein Survival-Gewehr. Es ist mehr eine Universal-Jagdbüchse. Das Scout ist kurz gehalten, hat einen glasfaserverstärkten Kunststoffschaft und ein integriertes Zweibein. Definitiv das modernste Gewehr aus der Reihe der Gewehre hier, aber nur für dieses hier, für das ganz alte, haben wir Munition. Deswegen kriegst du jetzt einfach mal das Uraltgewehr. Das Schöne ist, ich kann die sogar in die Hosentasche stecken. Okay. So, dann musst du auf jeden Fall reparieren. Sowas hier. Ja. Das muss repariert werden. Die heilen Sachen kann ich schon mal an Flo geben. Und das sind nicht viele. Heilen Sachen sind nur die. Dann die Springfield, die er vorher hatte. Ja, und Kram. Munition, die ich noch verkaufen kann. Da auch mal ein Messer. Gut, also noch die Munition aufteilen zum Verkaufen. Alles voll. Ach, die ist auch noch heiler.
Die wäre aber wahrscheinlich ganz gut als sein normales Gewehr. 35 Reichweite. Mit Bolzen und Feder ausgestattet. 65 Genauigkeit. Ja, ich würde sagen, that's it. Genau. Dann haben wir die noch übrig. Halt. Geht das? Das haben wir schon. Okay. Nicht vergessen, die Sachen abzumontieren, die da dranhängen. Dumpy. Genau. Da hätte ich jetzt bestimmt, werde ich bestimmt gleich sehen. Nee, doch nicht. Zwei Beine geht nicht dran. Okay. Gut. Gut. So, die sind alle ein bisschen beschädigt, die ganzen Gewehre, die Pistolen. Ja, auch leicht. Ist eigentlich schade drum, wenn man die einfach so verkauft, ohne sie zu reparieren. Das sollte ich nicht tun. Dann. Das ist auch eine schlechte Weste. Gumpy. Zeig mir, woran du Interesse hast. Also, wir wollen Lass Sachen mal sehen, was wir verkaufen. hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Die Munition habe ich dann nicht mehr. Kann also auch verkauft werden. So, genau, passt soweit. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Das hörte ich auch. Beste Jahreszeit für Auswahl. Und dann diese Dinge plus dem Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. blutige Wurfmesser nimmt er nicht, weil es blutig ist. Wählerischer Mann. Leider auch kein Tuch zum Abputzen. Gut, aber das ist es, glaube ich, was ich verkaufen wollte. Nein, ich kann es mir im Moment nicht leisten, dir irgendetwas abzukaufen. Das habe ich fast befürchtet. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Dass das jetzt zu teuer Das hat wird. einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Okay. Auch da ich ja nichts gekauft habe. Aber eigentlich muss ich wieder ein bisschen Granaten nachkaufen. Kaufen wir die mal nach. Das hat einige. So, hier ist deine Ware und dein Wechselgeld. Genau. Das hat einigen Wert. Nee, Ich zahle das einen fairen Preis. war nicht so meine Absicht. Das hat einigen Wert. Och Ich Mann. zahle einen fairen Preis. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Will die doch nur Preis. stapeln. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Okay, jetzt habe ich es geschafft.
Gut, ja, das ist es erstmal. Und jetzt noch den Rest Sehr gut. Munition. Oder so viel, wie er nimmt. Die verkauft man eigentlich nicht. Das ist gute Munition. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, die SKS hatte die. Ist ja jetzt auch nicht mehr so die Standardwaffe. Zeig mir, woran du Interesse hast. Hätte ich da noch was reinpacken können? In seinen Beutel. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Übertrieben viel Munition, so viel brauche ich nicht. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ja, vielleicht. Sehr gut. Vielleicht ist da noch mehr Munition, die ich verkaufen will, falls er die noch nimmt. Das ist die Frage. Wie viel nimmt er noch? Macht das. FP verdienen. Die Gewehre sind ja auch voll beladen. Leider immer noch zwei Magazine, die ich gerne. Zeig mir, woran du Interesse hast. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Schon komisch, dass ich die nicht. Hätte ich da auch noch was reinpacken können, wahrscheinlich. Wichtig ist nur, dass ich am Ende bei Flo lande, damit sie das verkauft. Andererseits wird es dann halt auch teurer für Toni. Du möchtest etwas verkaufen, ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja, das hast du echt gut erkannt. So, das ist 1000 Nein. wert. Nein. Dachte ich mir, dass er das jetzt nicht mehr nimmt. Nein. Okay, was nimmst du denn noch? Das Geschäft ist perfekt. Okay. Noch etwas? Gut, dann schauen wir mal. Sehr gut. Dann bleibt der Rest jetzt hier erstmal liegen. Ich hoffe, da ist kein Schwund. So, hier der Wein. Den Wein hätte ich doch beim Schrottplatz verkaufen wollen. Gut. Das muss dann Pablo ein anderes Mal verkaufen. Derweil repariert er einfach alles. Mal hier noch die
das bessere Magazin reinstecken. Genau, das kann sie mitnehmen. So, und Pablo. Pablo braucht noch ein Holster. Aber gut, erstmal kaputtesten Waffen nehmen und reparieren. Fleißig weiter reparieren, Pablo. So, und die anderen beiden steigen wieder in den Truck. Und fahren. Na, stopp. Eine Sache vorher noch. Jetzt stehen sie schon wieder am Truck. Sind so schnell. Verstanden. Mais oui. Echt vertrauenserweckender Barkeeper mit seinem Gewehr dort. Warum ist hier niemand? Na, wieder da? Ja. Carmen war hier. Ich soll dir sagen, er ist in Cambria, falls du ihn suchst. In Cambria. Das ist super nett von dir, Frank. Der Boss macht mich bekloppt. Kingpin macht alle bekloppt. Seine Lieblingsnutte ist weg und er reist auf der Suche nach dem Chick die ganze Stadt ein. Okay, wer kann das gewesen sein? Ist ja schon Jahre her, als ich sie befreit habe. Man trifft hier allerhand Leute. Interessante und weniger interessante. Hat er gerade gesagt, Carmen ist in Cambria? Cambria. Na, dann werde ich ihn wohl da unten sehen. Carmen ist, denke ich, der mit den Köpfen. Der die Köpfe will. Dann sind die Köpfe jetzt genau falsch. Ja. Oui? Nicht sicher. Okay, die sind ja noch eine Weile hier beschäftigt mit dem Heilen. Ich glaube, die beiden schaffen es mit dem Eiswagen vorher nach Drassen, bevor die hier C'est bon. fertig sind. Dann würde ich jetzt an der Stelle mal speichern. Halt, gucken erstmal Larry an, ob bei Larry noch okay ist. Larry ist okay. Also speichere ich an der Stelle und fahre mit dem Eiswagen nach Drassen. Einerseits speichere ich, weil könnte ja eine Patrouille auf dem Weg sein, die ich dann bekämpfen muss. Und da könnte man irgendwie Schwierigkeiten kriegen. Andererseits, weil ich nicht weiß, ob es überhaupt Sinn macht, nach Drassen zu fahren, weil vielleicht niemand in Drassen ist, zu dem ich möchte. Gut. Carmen ist in Cambria. Vielleicht ist Delvin in Drassen. Schau mal. Ich habe beunruhigende Nachrichten. Der Feind ist anwesend.
Es sieht so aus, als würden die den Minensektor angreifen wollen. Deswegen ist die Truppe gerade so groß, denke ich. Oder angewachsen. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen kleinen Kampf. Den machen wir jetzt. 2 gegen 3. 2 Luschen gegen 3 unbekannt. Wahrscheinlich Luschen. Hier sind ja auch eigentlich immer irgendwie Gegner in dem Sektor. So. Rucksack runter. Rucksack runter. Leise. Aber beide. Ja. Ja. Oui. Ruhig bleiben. Dann müssen wir besser hören. Der Fernseher hin. Dann. Ach so, im Rucksack. Ja, doch. Oh, Ja. oui. Gut. Speichere ich noch mal hier in dem kleinen Slot und schleiche mich mal ran. Mais oui. Wieder lauter Tote. Wird sich Flo gleich freuen. Oder Gumpy? Verstanden. Vielleicht wurde auch das der Kampf, den wir jetzt am Abend machen. Wer weiß. Bisher ist alles gut. Also von der Seite anzugreifen ist eigentlich ziemlich cool, da hier wirklich gut Deckung ist. Willkommen zurück, Tyrol. Hier sind echt viele Steine, wo man sich dann hinter verstecken kann. Verstanden. Ja, von oben ist auch Oh no. nicht so Ich schlecht. hatte gehofft, wir würden sie jetzt nicht treffen. Und ihre Wünsche? Ja. Ja. Gucken, ob er uns jetzt schon gesehen hat. Könnte sein, muss aber nicht. Nee, hat er nicht. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ja, die Position ist nicht ideal. Oui. Ja. Oui. Gehen noch ein bisschen weiter. Ja. Verstanden. Nach hier vielleicht? Vielleicht nach hier hinter? Hinter den Stein? Sie sind hier. Okay, da sind sie. Da sind auf jeden Fall zwei. Ist da nicht so ideal platziert. Oui. Würde sie lieber hier hinter den großen Steinen holen. Oder hint. Hoffentlich findet jemand den Rest der Feinde, sodass sie kein Gefahr mehr sind für mich, für uns. Oh no, ich hatte gehofft, wir würden sie jetzt nicht treffen. Ich mache Fortschritte. Gut, sie hat einen C'est alors. Punkt an Beweglichkeit gewonnen. Hoffentlich findet jemand den Rest der Feinde, sodass sie kein Gefahr mehr sind für mich, für uns. Okay. Gut. Dann Ja? versuche ich jetzt an der Stelle mal Ihre Aufmerksamkeit zu kriegen. Ups. Ja, Gampi, dann kannst du gleich ein Ziel, einen Treffversuch unternehmen. Die Waffen sind ja gut genug, dass das auch klappen könnte. Leicht.
Sind auf jeden Fall keine Elite-Gegner, ja. So, der ist informiert. Die haben auch Gewehre. Ich schieß nochmal. Schade, der sah sehr gut aus. Der flog ihm knapp über den Kopf. Sie sind hier. Ja? Ja, es wird eh wieder so ein Laden und Speichern. Müssen wir mal gucken. Müssen jetzt nicht mehr leise sein. Geben einfach unser Bestes. Unser Leben. Ja? Ah, da ist der Letzte. Okay. Ah! Genau, es wird ein Laden und Speichern. Ja, ich hätte ihm genügend gerade nicht an welcher Stelle. Gespeichert habe. Ich glaube, als ich hier runtergeguckt habe. Ja, genau. Na, es fängt doch schon viel besser an. Wow, Kampi. Hat sich getraut noch zu schießen? Sie sind hier. Ja? Oui? C'est alors. Ja, wir schießen erstmal auf den Gesunden. Wow. So, den werden wir jetzt schwieriger treffen. Ja? Soll der mal da liegen bleiben? Der ist noch weit genug weg. Schieße ich jetzt auf den Verletzten. Yes. Ja? Dann gehst du auch runter. Ja. Okay, nicht ungefährlich. Gumpy sieht ihn. Und Gumpy wird zurückgesehen. 16, Moment. Was brauche ich denn, wenn ich das mit Alt mache? 20 brauche ich dann. Gucken, ob ich 20 übrig lassen kann. Ich glaube, es ist besser, wenn er dorthin rollt. Dann hat er Deckung. Oui. So, er ist gesund. Er sollte nicht gesund sein. Und Flo kriegt es sogar hin, dass er das nicht mehr ist. Mein Angst ist erwacht. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Flo wird gesehen. Da gilt auch 20 übrig behalten. Nee, das schafft sie nicht. Roll einfach nur einmal rüber. Ja. Und dann soll sie einfach in der nächsten Runde ein bisschen dumm gelaufen. Aktiver eingreifen können. Okay. Unterbrechung für die Verletzten, für einen der Verletzten. Hat aber nicht mehr so viel anstellen können mit seiner Unterbrechung. Okay, wir können so gut zielen, aber das ist leider. Dann kann er sich nicht mehr ducken. Nee. Damit müssen wir auskommen. Kein Treffer. Ja? Okay, der ist jetzt echt nah. Ich speichere an der Stelle. Jetzt wird es echt kritisch. Die bewegen sich sehr langsam fort. Das habe ich schon vermutet. Weil die einfach verletzt sind.
So, wir gehen voll auf den hier. 40. Jetzt klemmt noch mein Waffe. Oh, es ist nein. Los. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Ja. Okay, wir haben einen Speicherstand. Vielleicht gar kein Problem. Dann müssen auch noch runter. Wieder in Deckung gehen. Geht also nicht sehr genau. Das wird nicht reichen. Dann werde ich wahrscheinlich... Er kann sich nicht mehr ducken. Ich jag euch alle zum Teufel! Ja? Nee. Das ist schon echt ungünstig gelaufen. Sieht alors. Gibt der dann nochmal eine Unterbrechung und schießt einmal. Oui. Vergeblich. Und ich hoffe, ihre Waffe klemmt dieses Mal nicht. Weil eigentlich kann sie einen ganz guten Schuss auf ihn abgeben. Hat sie, aber leider nicht wirklich getroffen. So, eigentlich kann ich ihn auch liegen lassen. Was halt passieren muss, ist, dass der Typ getroffen wird. Ah, das ist im Liegen teurer als wenn ich das im Sitzen, im Hocken mache. Dieses Mal trifft er gar nicht. Er kann sich wieder hinlegen. Was ist das denn? Ja? Das war eine Vakuumgranate. Der wirft eine Vakuumgranate aus wirklich absolut nächster Nähe. Ja. Ich dachte, ist eine blöde Idee. Also, ist eigentlich totale Quatschidee, dachte ich so. Aber stimmt gar nicht. Der ist auf jeden Fall ausgenockt, der Gumpy. Hat jetzt überhaupt keine Aktionspunkte mehr. Minus 60, also auch in der nächsten Runde wird noch nichts passieren. Seine Waffe hat er verloren. Also, eigentlich eine ganz gute Aktion. Trotzdem... Für uns ist es schlecht. Oui. Also gute Aktion vom Gegner. So, so meine ich das. Oui. Oh ja, am Kopf getroffen. Flo, genau das ist, was wir jetzt brauchen. So, andere Idee. Ich, versuche stattdessen mit der Pistole zu schießen. Da kann ich nämlich auch zielen. Und treffe. Noch ausreichend, um wieder mich hinzulegen. Und er hat ausreichend Aktionspunkte verloren, um nichts mehr machen zu können. Gut, dann sollte das jetzt hoffentlich seinen Gang gehen. Stirbt. Das war's mit ihm. Die versuchen sich hier aus dem Staub zu machen. So wie es ausschaut. Ja? Mal gucken. Zumindest den sehe ich noch. Ich glaube, von da hinten kann ich auch wieder schießen. Oui. Sie auch ein Zielfernrohr? Hat sie. Aber der ist im... Ja, nicht im Sichtfeld. Dumm gelaufen. Oui. Okay, nicht zu sehen. Ja. Kannst nochmal versuchen. Ich weiß nicht, wo der andere jetzt hin ist. Ja.
Okay, er kommt nochmal näher. Oui. Treffen halt nicht. Yes. Das war der andere. Der ist jetzt umgefallen. Weil der war es ja nicht. Der ist ja schon umgefallen. Das heißt, der kann es nicht gewesen sein. Der ist, steht noch. Ich sehe es. Das heißt, der kritisch war, ist umgefallen und stirbt jetzt. Das heißt, wir haben jetzt... Ja? Die Möglichkeit, ihm den Rest zu geben. Très bon. Die Feinde gibt es nicht mehr. Für den Anfang nicht schlecht. Dann ist es erledigt. So, Gumpy hat an Erfahrungsstufen gewonnen. Der wird teurer. Auch Flo wird gleich teurer, wenn sie Stufe 4 wird. Mal vielleicht vorher nochmal zu MERC und bezahlen. Gut, gut. Ich muss Ihnen unsere Dankbarkeit ausdrücken. Ihre fortwährende Unterstützung erlaubt es, MERC zu expandieren. Wenn ich einmal ein bisschen träumen darf, würde ich sagen, dass ARM sich Sorgen machen muss. Okay. Ich danke Ihnen vielmals. Offensichtlich hat er den Preis für Flo noch nicht erhöht. Sonst sagt er das ja immer. Vielleicht passiert das erst am Tagesende. Ich weiß es nicht. Okay, also hier liegen jetzt wieder neue Gegenstände rum. Aber auch nicht viel. So, wir nehmen... den Rucksack wieder auf. Da ist ja der Fernseher. Noch 11 Gegenstände. Ach so, so viel Patronen. Ein Knicklicht. Ein Kupferdraht. Toll. Ja, die waren nicht besonders gut ausgestattet, aber Gewehre hatten sie zumindest. Und sie hätten mich, hätte ich nicht speichern und laden gemacht, hätten die mich schon erledigt. Okay, aber es ist gut geendet. Sind die okay. Dann weiter geht's nach Drassen. Fix und fertig. Schön, ihr könnt auch noch weitermachen. Macht es Sinn? Stoppt mal kurz. Erstmal nicht. Wie weit ist er denn? Ich kann die ja jetzt umlagern. Ich kann die jetzt hier rausnehmen. Und hier reinstecken, ne? Ich kann hier auch noch welche rausnehmen und sie auch da unten reinstecken. Dann ist der Sektor gut verteidigt. Falls sie jetzt da angreifen. Most oder Most. Hallo Samson. Guten Abend. Schönes Wochenende. Mist. Mist, zu spät. Alles gut. Du kannst ja nachgucken hinterher. Den Anfang. Aber so viel ist doch gar nicht passiert, um dich kurz abzudaten. Ich habe die Waffen verkauft, die ich gefunden habe.
Zumindest so viel ich konnte bei Toni. Der Rest wird repariert von Pablo. Dann ist die Truppe weitergezogen in Richtung Drassen. Hier in dem Sektor, oder in dem, gab es mal wieder einen Kampf. Da waren drei feindliche Daedrunner-Kämpfer. Die musste ich besiegen. Habe ich gerade gemacht. Waren nur drei, war okay. Und ich habe mir von Frank erzählen lassen, dass Carmen... Steht hier vielleicht noch irgendwo, keine Ahnung, ist wahrscheinlich rausgerutscht aus der Anzeige. Dass Carmen in Cambria ist, interessanterweise. Ich weiß nicht, vielleicht steht es auch im Logbuch. Nee. Steht nicht im Logbuch. Nee, steht nicht im Logbuch. Okay. Genau, also wahrscheinlich in dem Sektor hier, würde ich fast vermuten, weil alle anderen Sektoren habe ich ja schon befreit. Oder er ist jetzt hier angekommen. Ich weiß nicht, ob da eine Bar war. Genau, ich habe ihn aber noch nicht getroffen. In der Mine kann er nicht sein. Hier oben ist diese Universität, die kaputte. Hier ist das Krankenhaus. Ja. Genau. Und ja, die Idee war jetzt weiter nach Drassen zu gehen, um zu gucken, ob ich vielleicht Delvin treffen kann. In Drassen. Wenn Carmen doch in Cambria ist. Dann müsste ich mit den Köpfen, denn ich glaube Carmen war das, der Kopfgeldjäger ist, müsste ich mit den Köpfen zurück nach Cambria, um die dort abgeben zu können, als Beweis dafür, dass ich mir das Kopfgeld verdient habe. Genau, aber ich trainiere noch weiter. Ich trainiere die noch weiter und ich lasse sie... Ja, jetzt brauchen sie noch nicht schlafen. Dann geht's am nächsten Tag los. Würde ich sagen. So, jetzt sind sie in die Mine eingedrungen, so wie ich vermutet habe, aber ich habe ja die Mine verstärkt. Mal gucken, ob die Miliz das schafft. Ah, 29 gegen 6 wird wohl klappen. Drei verloren, hier steht, bei dem steht zwar stirbt, aber jetzt wird er quasi wieder geheilt von seinen Companions und es sollten auch welche befördert werden. Der war hier schon befördert, aber leider hat es den erwischt. Dafür hat es auch den Elite-Gegner von den Gegnern erwischt. Ich frage mich nur, warum sie das jetzt getan haben und warum sie nicht zusammen den Sektor angegriffen haben, weil ja extra noch der andere Trupp sich dort mit dem vereint hat und jetzt hat trotzdem ein einzelner Trupp angegriffen. Macht nicht so viel Sinn. Jetzt haben wir 6 grüne Beförderte. So, die könnten auch gleich noch kommen, die 10. Wenn ich jetzt die Zeit weiterlaufen lasse. Ich glaube nicht, dass die den Stadtsektor verlassen werden, um hier anzugreifen. Könnten sie theoretisch. Macht aber keinen Sinn, dann würden sie ja ihren Sektor, ja, ihren Sektor verlieren. Okay, gut. Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. So, wir haben Post. Sie haben Post. Aufgrund seiner verbesserten Leisten wurden Gumpys Dienstbezüge erhöht. Gut, es ist Gumpy. Der wurde befördert, nicht Flo.
Genau, Gumpy hat die nächste Erfahrungsstufe erreicht. Flo ist kurz davor, die nächste Erfahrungsstufe zu erreichen. Aber ich habe noch seinen Vertrag oder seine Kosten bis dahin beglichen, ohne dass er erhöht wurde. Genau, also Gumpy ist halt auch so ein Söldner, so ähnlich wie Ira. Den müsste man eigentlich mit ins Hauptteam nehmen, weil der einfach auch so schnell wächst, sozusagen. Wie Ira, weil der so klug ist. Flo, also Flo hat jetzt auch recht viel Weisheit, aber sie kann halt auch wirklich gar nichts. Das ist halt das Problem bei Flo. Also an sich ist sie einfach sehr, sehr, sehr schlecht. 39 Beweglichkeit. Die kann manchmal nicht mal einmal schießen in einer Runde. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir Delvin finden. Ist das der richtige Sektor? Ja. Oui. Könnte sein. Könnte sein, muss nicht. Ja, also Flo, ne? Schon wieder einen Punkt an Gesundheit gewonnen. Das sind halt so Sachen. Das sind schon coole Söldner, die mit hoher Weisheit, weil man die einfach extrem gut trainieren kann. Sprechen wir mit Herve. Mal wieder. Hola, schön, dass Sie vorbeischauen. Heute ist großer Tag für Santos Brüder. Jetzt, wir sind alle Wirten. Auch Manny, von dem die Leute immer haben gesagt, er noch nichts mal kann öffnen, Flasche Bier. Schade, dass unser Vater es nicht mehr erleben kann. Armer Manny, er gibt sich solche Mühe. Okay, die Textpassage hätten sie eigentlich rausnehmen müssen nach der anderen, denke ich. Ja, Manny ist ja auch Wirt. Falls ihr euch noch erinnert, ich denke in Grum. Da war der andere Kopf. er hier. Druggists Kopf. Genau, der war, glaube ich, in Grum. Barkeeper und ich habe ihn getötet, um ja, das Kopfgeld zu holen, weil er ist ein böser, böser. Keine guten Leute töten, nein. Dadurch hat sich dann Manny sehr gefreut, dass er die Bar übernehmen kann. Und ich habe noch mit keinem anderen Barkeeper von seinen Brüdern gesprochen. Deswegen gab es jetzt diese Textpassage. Genau, er war nämlich die Aushilfe von dem Druggist. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Name im Spiel ist, aber die haben alle Decknamen. Also man muss es am Gesicht erkennen, dass es einer von den Gesuchten ist. Ja, die Dateien sind ja da. In den Dateien natürlich. Sie habe ich. Und ihn, Sammy Elgin, aber so hieß er nicht. So hieß er nicht als Barkeeper. Genau, die sehen auch ein bisschen anders aus, haben eine andere Frisur oder irgendwie sowas. So dass man sie vielleicht nicht gleich erkennt. Also sie sehen auf jeden Fall nicht eins zu eins wie auf dem Bild aus. Okay, gut. In der Bar ist niemand. Wir besuchen noch die andere Bar. Mary? Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, aussteigen und in eine Bar gehen. Ja. Oui? So, die ist hier oben. Jawohl. Da könnte gut sein, dass Delvin gerade da ist. Ich könnte mal wieder mit Oh, oui. dem Pater reden.
bevor ich nach hinten gehe. Vielleicht hat er auch noch mal wieder was zu sagen. Es geht ja ganz gut voran. Ich glaube, also es gibt bestimmt noch versteckte Textzeilen, die ich in meinen Jahren, in denen ich schon Jagged Alliance 2 spiele, noch nicht gehört habe. Kennen wir uns nicht? Sie kommen mir bekannt vor. Ja, also tatsächlich kennt er eigentlich Flo nicht, denn Flo war noch nicht bei ihm. Das war damals Ira. Ja. Wenn Sie Carmen suchen, er hat die Nachricht hinterlassen, dass er nach San Mona gehen wollte. Es scheint ein angemessener Ort für ihn zu sein. Okay, die Textzeile habe ich auch noch nicht gehört. Er erzählt mir auch was über Carmen, aber er sagt, Carmen ist nicht in Cambria, er ist in San Mona. Ich würde fast vermuten, dass sein Informationsstand weiter hinten liegt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist er jetzt auch wieder in San Mona. Eigentlich muss ich ja da eh lang, wenn ich wieder zurückfahre. Mir ist der Wein für das Abendmahl. Okay, er trinkt. Er trinkt gern. Vielleicht besuche ich nochmal den Minenarbeiter. Wer weiß, was sie mit der Zeit erzählen. Inside-Infos über Carmen. Die Luft in Arulku ist schwer. Ich ersticke. Kriegst gleich was zu trinken. Nett, ein freundliches Gesicht zu sehen. Gott sei Dank, dachte schon, du kommst nie zurück. Meine Männer haben eine extrem harte Zeit hinter sich. Ich hoffe, dass du alle Anstrengungen unternimmst, damit sowas nie wieder passiert. Immer gerne. Dachte, du wolltest die Dinge etwas beschleunigen. Die Mine fährt zurzeit mit voller Kapazität. Meine Männer stehen hundertprozentig hinter dir. Klasse, freut mich sehr. Ich glaube, alle Außenstehenden bekommt einen falschen Eindruck von diesem Land. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und es war nicht immer so wie heute. Alles gut, glaube ich dir gerne. Tja, ich schätze, du hast viel zu tun. Also will ich dich nicht länger aufhalten. Okay, also auch er sagt ein paar Sachen. Ein paar neue Sachen, wenn man mal wieder Hallo sagt. Einfach mal. So, und? Ja? Ja, Gumpy ist schon da, aber Gumpy hat niemanden entdeckt, außer Peter. Hola, schön, dass Sie vorbeischauen. Heute ist groß. Er freut sich auch darüber, dass Money jetzt eine eigene Bar hat. Okay, aber ja. Ja? Kein Delvin. Kein Carmen. Gibt es hier noch irgendwelche anderen bekannten Gesichter, die ich mal wieder ansprechen könnte? Im nördlichen Sektor. Das mache ich mal. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, aber... Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Für mich sind es tatsächlich Sachen, die ich noch nie gehört habe. Wo ich das Spiel jetzt schon ungefähr 10.000 Mal gespielt habe. Das ist leicht übertrieben gewesen, aber 9.000 Mal. Genau, das ist dann schon ungewöhnlich. Also ich war noch nie ein zweites Mal. Ja, ich war bestimmt schon mal ein zweites Mal irgendwie da unten. Ja? Okay, also es gibt ja hier den, genau, Waldo. Mit Waldo erzählt ja ursprünglich, dass von dem Hubschrauber, der Hubschrauber ist ja jetzt hier, der ist glaube ich vorher nicht da. Von dem Hubschrauberpiloten, der im Sumpf ist. Und den habe ich ja gefunden. Danach habe ich nicht mehr mit Waldo gesprochen. Vielleicht sagt ja Waldo was. Ansonsten weiß ich nicht, ob Skipper, der ist ja der Hubschrauberpilot, vielleicht hier am Hubschrauber steht. Pablo ist halt, ja, der Pablo, nicht mein Pablo. Der ist halt der Arsch.
Yep. Yep. Sieht nach Regen aus. Okay, nee, Waldo. Wünschte, ich könnte mehr... Mehr sagen kann ich aber nicht, ja. Die Textzeilen kenne ich alle. Ausreichend. C'est bon. Okay, Flo. Ruh dich aus. Ich guck mal noch, ob Skipper hier... Ja, der ist tatsächlich Skyrider. Skipper. Komme ich auf Skipper? Red mal mit ihm. Was liegt dann, Cap? Hab schon überlegt, dass ich Ulrico verlassen sollte. Cap, das bringt's irgendwie nicht. Okay. Er möchte auch nicht mit mir reden. Ich glaube, Pablo hat keinen Grund mit mir zu reden, denn er hat keine... Du schon wieder? Ja, ist ganz nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe viele Freunde. Wovon ich wirklich nie genug kriege, ist Geld zum Ausgeben. Ach, ein sympathischer Typ. Genau. Okay, also ich war umsonst in Drassen. Naja, nicht ganz, denn ich habe... Ich kann hier in den Helikopter steigen, aber ich brauche den Eiswagen. Geht leider nicht. Jawohl! Denn ich habe was entdeckt, nämlich diese Textzeilen, die ich noch nie gehört habe. Spannende Sache. Vielleicht gucke ich auch erstmal hier in die Vororte von San Mona. Vororte. Die anderen Sektoren, bevor ich direkt zu Toni gehe. Ausgeschlafen sind die halt. Die verlieren keinen. Okay, Trevor hat alles repariert. Ich bin stolz auf dich, Trevor. Speichern wir mal an der Stelle. Ist okay. Hier sind wir zwar einmal umsonst nach Drassen, aber ist nicht so schlimm. Dafür haben sie da einen Kampf gemacht, den ich sonst hätte nicht gemacht. Okay, und... Wieder ein Job erledigt. Bin bereit, weiterzumachen. Alles erledigt. Also, ihr könnt... Ja, weitermachen mit dem... Trainieren der Milizen, aber die hier können irgendwas anderes machen. Kraft üben oder so. Damit sie mehr tragen können. Ja, gut. Ansonsten ja, ein bisschen machen können sie. Ein bisschen arbeiten können sie noch. Ich bin soweit. Gut. Die brauchen wir jetzt aber auch, weil von oben sich jetzt auch Gegner nähern. Das ist ganz gut. Die haben wir vorher nicht gesehen. Jetzt, wo da die Milizen sind, gibt es ein bisschen... Geheiminformationen sozusagen aus den angrenzenden Gebieten. Ich frag mal nochmal beim Kindergeburtstag kurz nach, ob alles gut ist. Gut. So, sie sind jetzt fertig. Sage ich jetzt trotzdem weiter? Macht der eigentlich keinen Sinn?
Macht eigentlich keinen Sinn, weil die werden nicht mehr fertig werden. Also mache ich Nein und weise den andere Aufgaben zu. Chris kann auch Gegenstände reparieren. Ira kann ja, auch Kraft üben. Und ich schicke die ins Bett, weil das ist das, was ich jetzt eh machen wollte, bevor ich dann den nächsten Sektor angreife. Ansonsten sind die alle auf dem Dach. Milizen hat der Sektor jetzt auch, also falls der von Norden angegriffen wird, sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, wir steigen mal wieder aus und sagen Leuten Hallo. In Drassen. Ne, Quatsch, in San Mona. Mal gucken, ob er vielleicht doch erstmal nach vorne. So, du gehst hier rein. Ach, da müssen wir eh hin. Genau, ob Carmen vielleicht doch hier in dem Sektor ist und nicht oder wieder weitergewandert ist von Cambria nach San Mona und deswegen die aktuellsten Informationen vielleicht der Vater hatte. Vater. Hola, schön, dass Sie vorbeischauen. Heute ist groß. Alle freuen sich. Oh ja. Viele Leute sagen, dass ich bin hübschester von Santos Brüder. Definitiv. Er ist auf jeden Fall der hübscheste. Jawohl! So, hier sind zum Glück immer alle wach, das heißt, man kann mit allen reden. Jawohl! Aber der ist nicht mehr da. Das ist, glaube ich, der Bruder von der gewesen, die zur Prostitution gezwungen wurde. Der hatte diesen Laden. Jawohl! Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Den Laden hatte der mit dem Adler-Tattoo, glaube ich. Und der hat sich gefreut, dass der Bruder von der, die zur Prostitution gezwungen wurde, dass ich, nachdem ich sie befreit habe aus dem Bordell, sind die ja geflohen zusammen. Und dafür hat der mir die Besitzurkunde vom Laden gegeben und der hier wollte gerne diesen Laden haben. Und deswegen habe ich ihm die Besitzurkunde gegeben und jetzt ist der stolze Besitzer des, ich glaube, Lack- und Lederladens. Verstanden. Im Hauptsektor von San Mona. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? So. Ja. Zum Glück gibt es hier keinen Tag-Nacht-Rhythmus, so wie in Skyrim. Das heißt, die sind eh einfach immer wach. Sie schließen die Türen ab. Jawohl! Ja? Sie schließen die Türen ab, wenn Nacht ist. So, er ist mein Scout. Ne? Niemand. Ich weiß gar nicht, wo. Wohnt die hier? Ihr wohnt doch hier in dem. Oder vielleicht auch nicht. Also irgendwo wohnte doch diese Frau, die dieses Video haben wollte. Ach, hier oben wahrscheinlich. Deswegen ist ja die Tür offen. Verstanden. Renn ich mal da hoch. Gucken, ob die mit mir nochmal redet. Dann
Ah, Gumpy hat auch an Gesundheit gewonnen. Ja, es geht so schnell mit diesen cleveren Söldnern. Dann schaue ich nochmal nach Carmen in der Bar. Deswegen sind vielleicht die Türen offen. Das ist nicht Carmen. Das ist nicht Carmen. Carmen war hier. Ich soll dir sagen, er ist in Cambria, falls du ihn suchst. Ja, also die Informationen von... vom Pater Walker sind nicht die aktuellsten. Ja? Was liegt an, hä? Hä? Verschwinde! Okay, sie mag nicht mit mir reden. Ich hab ihr doch das Video von Lack und Leder Loretta 6 besorgt. Warum ist sie nicht ein bisschen dankbar? Oui. C'est bon. Ist die Tür auch offen geblieben? Mais oui. So. Oh. Verstanden. Ich glaube, sie hat sich schlafen gelegt. Jawohl. Was ist denn? Wer ist nicht da? Jawohl. Okay, komisch. Ich hätte gedacht, dass er hier ist. Jawohl. Ach nee, Quatsch. Der war vorher im Tattoo-Studio und dann hat er den Laden bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Er ist es auf jeden Fall auch nicht. Gut. Verstanden. Ja, keine Ahnung. Das wackelt immer so schön hier, wenn man hier den Fokus verschiebt. Wenn man sich hier umguckt. Das hier ist ganz flüssiger Ablauf. War super schön flüssig. Aber es ist bei mir auch so. Also keine Sorge. Nicht die Framerate bricht ein. Das ist einfach so im Spiel. Gut. Speichere an der Stelle wieder. Weil ich nicht weiß, ob die vielleicht wissen, dass ich das war. Hey, was wollen Sie? Nur mit dir reden. Madame Layla ist für mich wie eine Mutter. Ach, schön. Billy kann jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Und Billy kann wahrscheinlich auch eh nicht so richtig gut sprechen. Okay. Es ist mein Vergnügen, dich wieder bei uns willkommen zu heißen. Hast du deine Meinung geändert? Über? Ach, mach dir nichts draus. Es kommen noch andere Gelegenheiten. Du kommst einfach mal wieder. Sie kommen alle wieder. Okay. Also sie hat tatsächlich auch ein paar andere Textpassagen mit dem Wiederwillkommen zu heißen, aber das war halt auch trotzdem recht nichtssagend. Und egal. Ja, dann zurück. Zurück nach Cambria. Ja, oder wir bleiben erstmal mit dem Lastwagen vor Cambria oder so. Ah, oder ich nehme die mit in den Angriff. Warum auch nicht? Die sind ja fit. Die müssen ja nicht wirklich schlafen. Lustigerweise. Weil die keine Energie verlieren, weil Autofahren kostet keine Energie. Aber dann sollte ich in den Sektor fahren, wo die anderen sind. Verstanden. Das geht nicht. Da müssen sie durch den Sektor durch. Mais oui. Geht das vielleicht von dort aus? Mal gucken.
Ich probier's dann gleich. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, es geht. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, wir können erstmal Dinge in den Laster laden. Die Laws kann ich auch im Laster nicht übereinander stapeln, na sowas. Das verkaufe ich nicht. Das verkaufe ich nicht. Das schon. Die Helme auch. Genau, das kann alles verkauft werden. Das würde ich eigentlich gerne behalten. Okay, Laster voll. Da ist noch mehr zum Mitnehmen. Ich kann auch weiterfahren bis zur... bis nach unten hier, nach Estini, um das zu verkaufen. Aber eigentlich... eigentlich kann ich die auch mal. Gampi ist nicht mal müde. Aber die müssen raus aus dem Laster in den Trupp. Und dann muss ich sie auch aufs Dach schicken. Weil wer weiß, nicht, dass wir hier noch einen Angriff bekommen. Dann können sie eben ein bisschen üben. Auch okay. Und dann nehme ich sie mit in den Kampf. So, mal geantwortet beim Kindergeburtstag. Ist natürlich ein Kindergeburtstag, ja. Ne? Und der ist dann aber auch bald zu Ende. Ach. Flo muss wieder schlafen. Wieder ein bisschen Zeit vergehen lassen. Das bedeutet, ich kann meine Tochter gleich abholen. Ja, die hat halt auch 100% oder 160% Gewicht. Das ist, glaube ich, nicht so ideal mit dem Rucksack bei ihr. Aber als... Ich mache Fortschritte. Leg dich da nochmal ein bisschen hin. Ja, richtig so. Gampi, trainier mal. Kraft. Ja. Dann gehen wir in die Mitte. Dann kannst du auch Kraft trainieren. Genau. So, und dann lasse ich sie gleich nochmal schlafen und dann werde ich gleich los. Meine Tochter abholen vom Kindergeburtstag und dann haben wir hier 1,5 Stunden zugebracht, ohne dass wirklich viel passiert ist. Ja, nur der eine kleine Sektor hier oben mit dem kleinen Kampf. Aber es ist alles soweit vorbereitet, um den letzten Sektor von Cambria zu holen. Ja. Und natürlich, es gab hier unten einen Angriff, die unsere Miliz aber glorreich zurückgeschlagen hat. Den. Ich mache Fortschritte. Stopp. Ihr müsst auch nochmal ins Bett. So. Es gibt nochmal Post. Ja klar, Flo's Preis ist auch hochgegangen. Genau. Vielleicht auch vorher nochmal gucken sollen, dass ich die...
Gebühren bezahle, aber ich... Willkommen bei M... Doch. Ich danke Ihnen vielmals. Mal, ob der mir gerade sagen wollte, dass jemand Neues dazugekommen ist? Nein. Okay, Larry. Larry ist fit. So, jetzt können alle noch ein bisschen schlafen. Jetzt wachen ganz viele wieder auf. Nochmal bei 7. Stopp. Eine weitere E-Mail. Von Enrico. Lang nicht gehört. Ihre Nachricht war sehr ermutigend. Ich beginne zu denken, dass die Sache nicht hoffnungslos ist. Bitte missverstehen Sie mich nicht, aber, nicht ohne aber, ich habe immer an Sie geglaubt. Ich hätte sonst nicht alles gegeben, was ich besaß. Es ist nur schwer zu glauben, dass Arulco nach all den Jahren befreit werden könnte. Hochachtungsvoll, Enrico Schivaldori. Wundervoll. Okay. Ein kleines Demotivationsschreiben, die man nimmt. Yes. Okay. Der Fox-Vertrag nochmal verlängern. Ich glaube, so viele Tage brauche ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich noch 60 Tage brauche, um alles zu erledigen. Oder? Wir haben ja erst 32 Tage. Wir haben 32 Tage und so knapp die Hälfte der Karte geholt. Wenn man das nochmal verdoppelt für den Rest der Karte. So ganz sicher kann man sich nicht sein, aber 60, ich denke, das ist im Rahmen. Ich sollte lieber die Verträge der anderen erhöhen noch. Aber Fox ist halt nicht mehr weit bis zum nächsten Aufstieg, ne? Es ist immer gut, am Ball zu bleiben. Stimmt's oder habe ich recht? Beides. Okay, gut. Gut, dann... ich mal, wenn ich noch ins Bett schicken kann wieder. Für einen Moment. Ja, nicht die aus dem Bett holen, sondern ins Bett schicken. Dürft auch gerne schlafen. Wie sieht's jetzt aus? Mad Dog. Dimitri, Fox. Ja, die können durchaus noch ein bisschen schlafen. Stopp. Ja, alle, die jetzt noch mal schlafen können, schicke ich noch mal ins Bett. Das hängt auch von irgendeinem Punkt ab. Ich denke, das ist, glaube ich, sogar Gesundheit oder so. Weiß gar nicht genau. Gesundheit, Beweglichkeit oder Geschicklichkeit, wie lange müssen die Söldner schlafen? So, jetzt sind aber wirklich fast alle wach, außer Mad Dog, der würde gerne noch ein bisschen schlummern. Aber darf er nicht. Darf er nicht. Ist okay. Ja, Trevor repariert jetzt schon die Ausrüstung von Flo und Gumpy. Ist okay. Gut, dann sind wir bereit für den nächsten Kampf. Und das machen wir dann. Demnächst. Heute bringe ich, glaube ich, die Kleine ins Bett. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Vielleicht komme ich auch später nochmal. Mal gucken. Tyrawal, vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht komme ich auch später nochmal online. Aber heute habe ich ausreichend geschlafen. Heute habe ich mal ausreichend geschlafen. Das kommt sehr selten vor. Oder kam in der letzten Woche sehr selten vor. Denn ich hatte, wie gesagt, eine recht anstrengende Woche. Hatte ich ja schon bei Discord geschrieben, weil ich alleine war mit meiner Tochter. Und jetzt ist sie ja in der Schule und da muss man alles noch ein bisschen,
muss man gucken dann nach den Schulsachen, ob da irgendwas gekommen ist. Dann möchte man ja auch ganz viel wissen. Dann müssen wir jetzt halt Essen einpacken und sowas. Weil das gibt's halt in der, oder zumindest eine Brotbox packen, das gibt's halt in der, gab's halt in der Kita eine Versorgung für den ganzen Tag. Das muss man ja noch alles abwaschen und so, hin und her. Ja, jeden Tag die Kleine ins Bett bringen. Und dann wollte ich auch noch ein bisschen Zeit für mich, aber so viel Zeit blieb da nicht übrig. Ein bisschen Fernsehen gucken konnte ich, aber für mehr Kraft hatte ich da nicht, leider. Nach den 8 Stunden Arbeiten und dann Kinderbetreuung quasi. Ja, ich schalte schon mal auf den Endscreen, ihr hört mich noch. Ich sag vielen Dank, Thyrawal, für die 42-Bit. Vielen Dank an Thyrawal und an Samson für eure Kommentare. Und dann schaue ich gleich nochmal, wo wir hinraiden können. Für Pi und Josie bin ich noch ein bisschen zu früh. Denke ich doch. Ihr habt zumindest nicht mitbekommen, dass die beiden online gegangen sind. Und ihr seid ja auch noch da. Jetzt geht's Pi jetzt wieder gut genug? Jetzt nicht gelesen. Okay, wir raiden zwischendurch mal zu Soon. Ach, Party Josie. Pi muss allein loslegen. Okay, aber er braucht noch ein bisschen Motivationsschub von den Zuschauern vielleicht. Also motiviert ihn. ja, der kommt wahrscheinlich, wenn dann, in ein paar Minuten. Wahrscheinlich nicht mehr lange, bis er online geht. Aber ich kann jetzt nicht mehr warten. Ich muss jetzt rübergehen. Gut, also raid ich zwischendurch zu Soon. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim kurz Musik hören und viel Spaß bei Pi, wenn er denn online kommen sollte nachher. Und vielleicht komme ich dann nochmal heute oder morgen oder übermorgen. Nee, übermorgen ist ja schon wieder Montag. Zeit vergeht. Genau, heute oder morgen. Und dann holen wir uns Cambria, würde ich sagen. Dann holen wir uns Cambria. Yes. Danke euch und bis hoffentlich ganz bald. Ciao.